Das Bemerkenswerte bei diesem Schreibschrank vom Entwurf her ist die Tatsache, dass Koloman Moser ein Maler ist und sein Medium eben die zweidimensionale Leinwand als Bildträger ist. Und es ist sehr schön zu sehen, wie er sich hier weiterentwickelt aus der zweiten Dimension in die dritte Dimension. Was macht er? Wir haben grundsätzlich einen abstrakten geometrischen Körper von uns. Er rahmt die einzelnen Seiten wie Leinwände ein und benutzt diese Seiten als Bildträger. Sehr schön eben zu sehen bei der Schreibklappe mit den drei karyatidenähnlichen Marqueterie-Figuren. Das ist jetzt anschauen vom Inneren. So sehen wir grundsätzlich eigentlich den typischen Biedermeier-Schreibschrank mit der Fächereinteilung links und rechts und in der Mitte ein großes freies Fach mit Geheimfächern hinter dem Spiegel und unter dieser Fläche an den Seiten kann man diese Container herausziehen und ganz ist eigentlich dasselbe System wie beim Macintosh-Schreibschrank, nur hier haben wir eben ganz gerade Einteilungselemente, also senkrechte und waagrechte, während dem bei Macintosh haben wir diese sehr sinnliche Kurve, die er einsetzt. Hier entsteht die Sinnlichkeit in der Materialauswahl mit den vergoldeten Messingbeschlägen und den großen dunklen Makassar-Ebenholzflächen eingerahmt mit dieser hellen Buchsbaumleiste. Als Typ wiederum, also ein typischer Schreibschrank, wie er am Ende des 18. Jahrhunderts bereits entsteht, mit dem Sitzmöbel, das in die Vorderfront integriert ist und das herausgezogen werden kann. Dadurch bleibt ihm die Flächigkeit erhalten des Möbelstücks.